Wir haben jetzt 10 Jahre hier so eine große Wiese und so, wo sie schön spielen können. Ja, vor 10, ja, die Treffen finden allerdings schon etwas länger statt. Ich glaube 1998 im Oktober haben wir uns das erste Mal getroffen, das war in Portners Tagesgaststätte da vorne. Ich meine, Johannes, ich weiß nicht genau, ich glaube du warst auch schon dabei, ne? Ich meine ja. Das war so die erste. Das bringt mich in Verlegenheit, das war nicht 10 Jahre zurück. Nein, nein. Genau. Anfänglich getroffen haben wir uns. Anlass war eigentlich, dass wir Schwanaya Hauen, Nassau und Marianne, wir waren einfach unzufrieden mit der Verkehrssituation in Rhein und waren auch unzufrieden mit den Reaktionen der Lehrer, die uns gar keinen Mut gemacht haben, dass sich da irgendwann mal irgendwas verändern könnte. Haben dann als Anlass ein Treffen der Jungen Union genommen, um Kontakt mit zur Politik zu bekommen. Wirklich besser ganz war's. Tolle Unterstützung gekriegt von nicht von der CDU, sondern von den Grünen-Landtagsabgeordneten damals. Der hat uns zwar auch erstmal vertröstet. Vertröstet. Aber wie gesagt, er hat uns ganz toll geholfen. Wir haben es dann, ja, ich fasse wirklich kurz, irgendwann auch geschafft, dass diese damals Landesstraße zur Freistraße umfunktioniert wurde und wir deswegen auch diese verkehrsberuhigten Zonen eingebaut kriegten. Das war eigentlich der Anlass. Aber wir haben gedacht, nee, das kann es nicht sein. Wir haben hier bestimmt noch mehr zu tun im Ort. Haben auch ganz genauso wie du jetzt in dieser Zeit gefragt, was ist los, liebe Bürger? Schreibt uns, sagt uns, was ihr möchtet, was ihr aus der Schule drückt. Ja, und haben uns dann gewagt, 1999 das erste Mal an der Kommunalwahl beteiligt, haben auch ganz guten Erfolg gehabt, gleich 2 Sitze bekommen. Und anfänglich waren das Peter und ich drin im Rat, haben toll zusammengearbeitet, denke ich mal gerne noch dran zurück. Hans Peter hat sich jetzt beruflich verändert, deshalb sind jetzt im Augenblick Rita und ich. Rita weiß ich jetzt nicht, wo sie gerade ist, aber Rita und ich im Rat. Die nächste Liste sieht wieder anders aus für die nächste Wahl. Da stehen Ursula und ich an der Spitze, dann folgt ganz scharf der Enno. Und wir sind ganz optimistisch, auch Enno wird reinkommen diesmal, mindestens. Oh. 3 Wir brauchen nämlich, die Männerquote muss langsam mal wieder steigen. Die Männerquote ist bei uns in Eisenweg noch relativ gering. Ja, also das, wo waren wir, wo sind wir, wo wollen wir hin? Ja, heute bei uns hätten wir so wenigstens Platz. Ja. Ich will nicht stören, aber Druck ist natürlich ganz schön tief. Wir haben uns eben darüber unterhalten, also mindestens 4, wenn nicht sogar 5 Sitze. Ja. Das ist doch Pflicht, oder? Thomas, du kennst mich, ich bin bescheiden, aber ja, genau. Wir waren das. Also die Europawahl hat uns schon gezeigt, wir können mehr. Und das hat uns auch ziemlich motiviert hier. Und in Kanal haben wir zum Beispiel 12,7. Das fanden wir ganz toll. Ich habe gestern mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden zusammengestanden und habe gesagt, na, wie sieht's aus? Ich soll von ihm herzlich grüßen. Ich habe gesagt, Hermann, du kannst nicht kommen. Ich werde deine Grüße ausrichten und werde für dich dann sagen, noch weiterhin viele erfolgreiche kommunalpolitische Jahre hier. Er fing leicht an zu grinsen und sagte, ja, mach das mal. Auch die SPD lässt sich entschuldigen, in Buche ist schützenfest, ja. Und da stehen sie gerade auch. Genau, da stehen sie auch. Also. Ja, das hallo. Eigentlich. Hallo. Hallo, Manfred. Hallo. Das eigentlich zu dem, ja, wo wir hinwollen. Und wo wir jetzt hin können, das ist
Kaffee gesehen. Der Kaffee ist frisch aufgebrüht. Wir haben uns alle viel Mühe gegeben beim Kuchenbacken. Es gibt selbstverständlich auch vollwertigen Kuchen. Ich denke, einige von uns haben sich an die Abmachung gehalten, weil wir müssen ja manchmal dran denken, wo kommen wir denn überhaupt her? Immer dieses, wo waren wir, wo sind wir, wo wollen wir hin? Wo waren wir? Wir wollten an unsere alten Zeiten erinnern. Wir haben gesagt, wir ziehen selbstgestrickte Strümpfe an. Ich habe mich dran gehalten. Lila ist auch dabei. Meine sind auf der Nase. Ich kann nicht mehr fertig. Ich kann doch immer sagen, ich habe nicht gemerkt. Aber das ist es eben. Wir wollen an die Kaffeetafel, dort einer Herzen eingeladen zu unserem Selbstkaffeekuchen. Gibt natürlich auch ein Vieh. Damit, ja, man sieht, wo man geht.